Wie viele Pflichtgebete haben wir? Die obligatorischen Gebete sind 6 an der Zahl. Erstens die 5 tägliche Pflichtgebete, die insgesamt 17 Raka, also 17 Gebetseinheiten umfassen. Morgens 2 Raka, mittags und nachmittags 4 Raka, Abendgebet 3 Raka und Nachtgebet 4 Raka. Zweitens das Ayat-Gebet, Salatul Ayat. Es ist ein Pflichtgebet von 2 Gebetseinheiten, die verrichtet werden muss. Das im Fall eines Naturphänomens wie einer Mond- oder Sonnenfinsternis oder einer Naturkatastrophe wie einem Erdbeben oder einer anderen Naturkatastrophe, welches für die Gesellschaft Angst verursacht. Drittens das Tawaf-Gebet, also umkreisen der Kaaba. Jeder, der den Tawaf der Kaaba verrichtet, ist verpflichtet, ein 2-Raka-Gebet am Maqam Ibrahim a.s., also der Standplatz des Propheten Ibrahim a.s., zu verrichten. Viertens, Gebete, die aufgrund eines Gelübdes, Eides oder Versprechens festgelegt wurden. Fünftens, die Gebete, die der verstorbene Vater und auch die verstorbene Mutter versäumt haben. Das sind für den ältesten Sohn verpflichtend nachzuholen. Sechstens, das Gebet eines Verstorbenen, also Salatul Mayyit. Es ist obligatorisch, den toten Körper eines jeden Moslems zu waschen und mit dem Leichentuch einzuhüllen und das Totengebet zu verrichten, bevor er begraben wird. Last but not least, welches eigentlich zu der ersten Gruppe gehört, also zu den täglichen Pflichtgebeten, und zwar die versäumten Gebete müssen auch nachgeholt werden und verrichtet werden.